Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Elektrotechnik. Das magnetische Feld über Induktion sprechen wir. Wir haben das letzte Mal nach Induktionsgesetz haben wir so die ruhende Induktion und die Selbstinduktion besprochen. Heute wollen wir Bewegungsinduktion besprechen. Ja? Um das zu verstehen, habe ich mir eine Anordnung überlegt. Ja? Also ich überlege, vielleicht ist ein Standard, würde ich sagen, dass man das so aufzeichnet. So, ja, wir stellen uns jetzt vor, es gibt einen Bereich, da ist das Feld konstant. Ich habe versucht, möglichst viele so Feldpfeile einzuzeichnen, um zu zeigen, das ist gleich verteilt. Also das B, die Flussdichte, die magnetische Flussdichte in einem ganzen Bereich ist konstant. Okay? Ich habe dann da hinten die Anschlussdrähte habe überwunden, das hat wirklich eine das genau einmal umschlungen ist, dieses B. Ja, also wir haben wirklich, aber trotzdem der untere bleibt der untere und der obere bleibt der obere. Ja. Und ich habe nach wie vor das U und das I so eingezeichnet, wie wir es immer gehabt haben. Ja. So hinein. Also es ist jetzt praktisch dieser obere Stab hier, der gleitet darauf, ist aber elektrisch leitfähig verbunden. Ja, das sind zwei Leiter und das ist jetzt zwei Gleiter. Ja. Und es ist jetzt so, dass ich diesen Stab hier darauf gleiten lasse, auf diesen, die zwei Stabel da sind fix und den Arm bewege ich halt drüben mit einer Geschwindigkeit V. Okay, den lasse ich so drüber gleiten. Was passiert dann? Ja, wir haben ja hier einen umfassten Fluss. Ja, da ist der Fluss. In diesem Bereich haben wir einen gewissen Fluss. Ja, Phi, ja, und das ist ja B mal A. Also die Flussdichte, die herrscht, mal der Fläche. Ja, und das A ist natürlich X mal L. Ja, ist ja rechteckig. Ja, das heißt, das sind B mal X. Mal L. Okay? Das ist der Fluss Phi. Ja? Und es ist jetzt natürlich so, wenn sich das mit einer gewissen Geschwindigkeit hier bewegt, ändert sich das X. Aufgrund der Änderung des Xs ändert sich natürlich die Fläche. Und wenn sich die Fläche ändert, ändert sich der Fluss. Ja? Und ich kann wieder mein Induktionsgesetz anschreiben. Ja? Induktionsgesetz. Das war ja minus U plus I mal R ist gleich minus d Phi nach dt. Okay? Also minus den Verkettungsfluss natürlich. Ja? Minus den verketteten Fluss. Gut, schauen wir uns das an, wie das da ausschaut. Ja? Aber das Phi ist B mal X mal L. Ja? Das heißt eigentlich, ja, mit Delta Phi, was gleich bei n gleich 1, n gleich 1 ist das gleich das Phi V, ja, ist gleich Delta Phi V. Ja. Wie kommen wir hier? Da n gleich 1, eine Windung. Okay. Das ist also, das B ist konstant. Ja. Das L ist konstant und was sich ändert, das ist d Delta X. Okay? Weiters haben wir die Geschwindigkeit V. Das ist die Änderung des X dividiert durch die Änderung der Zeit. Das heißt, das Delta X ist V mal Delta D. Also wenn wir wissen, wie weit gekommen ist, mal die Geschwindigkeit mal der Zeit multiplizieren. Das setze ich jetzt hier oben ein. Da oben bleibt also über, ist gleich, das B bleibt mir da. Das L bleibt mir da. Dann habe ich das V. Und dann habe ich das Delta T noch.
Und das ist, ja, bleibt er weiterhin Delta Phi V. Das heißt, ja, wenn ich jetzt das T auf die andere Seite bringe, Delta Phi V dividiert durch Delta T ist gleich B mal L mal V. Okay. Und jetzt setze ich das in mein Induktionsgesetz ein. Ja. Da habe ich also minus U plus I mal R, ja, ist gleich, und jetzt minus dem, minus B mal L mal V. Und wenn ich jetzt auch noch sage, offene Spule, steht da also, jetzt schreibe ich es blau, minus U ist gleich minus B mal L mal V. Das heißt, mein U ist gleich B mal L mal V. Es entsteht eine Spannung an der offenen Spule, die abhängig ist von der Stärke des Magnetfeldes, von dem, wie lang dieser Leiter hier drinnen ist und wie schnell sich dieser Leiter durchs Magnetfeld bewegt. Okay? Ich meine, das ist. Okay, das ist es. Ich kann durch Bewegung also Spannung erzeugen. Das macht ja jeder Generator. So funktioniert das. Ich mache ein Magnetfeld, haue einen Leiter durch und es entsteht eine Spannung. So funktioniert das durch Induktion. Wir sehen, es ist eigentlich straightforward. Das Einzige, was ich da gemacht habe, ist eben, da hat das Delta und das ist das D. Und das D ist halt ein ganz kleines Delta. Infinitesimalübergang, wenn ich mir diese Deltas da so klein vorstelle, habe ich eh schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich mir diese Deltas so klein vorstelle, dass sie praktisch nicht mehr da sind, aber doch noch, ja, dann mache ich halt ein D draus, aber es ist an und für sich das Gleiche. Ja. Gut. Ja. Jetzt entsteht da oben die Spannung in diese Richtung. Okay? Steht die Spannung in dieser Richtung. Diese Richtung kann ich mir übrigens auch überlegen aus der Lorentzkraft. Ich stelle mir jetzt vor, da oben, da huckt ein Elektron. Ein Ladungsträger. Wie ist denn die Lorentzkraft? Schreiben wir nochmal her, Lorentzkraft. F war das? War Q, ja, die Ladung Q. Schiffs Q ist ein Q, aber immerhin. Ja. Und dann war es natürlich V Kreuz B. Gell? V Kreuz B. Jetzt mache ich dann noch so Pfeilchen drüber, weil sie vektorielle Größen sind, also eine Richtung haben. Das kennzeichne ich mit so Pfeilchen. Und jetzt überlegen wir sich mal, in welche Richtung diese Lorentzkraft geht. Ja, also das V geht in die Richtung. Kreuz B muss ich nach unten drehen praktisch, so hineinpacken. Das heißt, die Kraft geht in diese Richtung. Okay? Die Kraft auf positive Ladungsträger geht in diese Richtung. Die Kraft auf mein Elektron geht also in diese Richtung. Das kommt da heraus. Ja? Das kommt da heraus. Ja? Also das ist die Lorentzkraft. Mit der kann man überlegen, dass positive Ladungsträger würden in diese Richtung beschleunigt. Ja? Negative Ladungsträger in diese Richtung. Und dann haben wir halt da auf da haben wir die Plusseiten und da die Minusseiten. Das kommt da raus. Ja? Lorentzkraft. Passt auch zusammen. Ja? Jetzt stellen wir uns vor, wir sind da dieses Elektron. Ja? Wir bewegen uns, wissen wir irgendwas von einer sich ändernden Fluss? Nein, das wissen wir nicht. Ja?
Aber wir spüren diese Kraft. Wir spüren die Lorenzkraft auf uns wirken. Ja? Aber wir wissen ja gar nichts davon, dass diese Lorenzkraft gibt. Für uns schaut das so aus, wie wenn es ein elektrisches Feld geben würde. Weil es gilt ja auch, F ist Q mal E. Ich nenne es jetzt einmal E'. Ja? Das heißt, in meinem bewegten System fühlt es sich für die Ladungsträger so an, wie wenn es da ein elektrisches Feld geben würde, ein E-Feld. Und dieses E-Feld, wenn man das jetzt vergleicht, diese zwei Formeln, wenn man die vergleicht, dann muss er dieses E-Strich, muss er eigentlich nichts anderes sein, wie V Kreuz B. Ja? Mache da die Pfeilchen drüber, dass konsistent ist, meine Sachen. Das ist das elektrische Feld. Ja? Wie berechne ich aus einem elektrischen Feld die Spannung? Ja? U ist E mal der Länge. Die Länge ist L, auf die das wirkt. Ja? L, weil die anderen bewegen sich nicht, was soll da passieren? Ja? U ist immer L. Das heißt, was wir hier dann stehen haben, ist V, oder schreiben wir es, L, ja, mal und jetzt V Kreuz B. So. Jetzt ist V und B im Winkel von 90 Grad. Das heißt, weil ich nur den Betrag betrachte, Sinus von 90 Grad ist 1. Das heißt, weil ich nur den Betrag wissen will, ja, dann haben wir da L mal V mal B. Erst, Scheiße, kommt wieder das Gleiche raus. Ja. Kommt wieder das Gleiche raus. Ja, Gott sei Dank. Man kann es also über zwei verschiedene Arten überlegen. Das heißt aber auch, es ist vollkommen irrelevant, ob diese da so gleich sind. Wenn ich einen Leiter durch ein magnetisches Feld bewege, ja, habe ich vorne und hinten einfach eine Spannung. Ja, also wenn ich einen Leiter durchs magnetische Feld bewege, habe ich da und da habe ich schon Spannung. Ja, da brauche ich eigentlich diese Leiter da gar nicht. Ja, das einfach nur durchziehen. Dann ergibt sich diese Spannungsdifferenz da dazwischen. Wann natürlich das Feld und die Bewegungsrichtung 90 Grad einschließen, weil eigentlich müsste ich hier ja das Sinus von dem Theta hernehmen, ja, was ja 90 Grad ist. Ja. Aber das ist halt bei uns Theta gleich 90 Grad. Das ist 1. Okay? Passt. Ja. Also wenn ich den Stab hier 90 Grad zum magnetischen Feld durchziehe, dann passt das so. Bewegungsinduktion, ja, wird sehr oft angewandt. Ja, wie gesagt, in jeder elektrischen Maschine, in jeder Hirngenerator wird Spannung so erzeugt. Ja. So funktioniert das. Bewegungsinduktion. Okay. Schauen wir noch, was wir noch haben. Ja. Nächstes Thema. Nächstes Video. Ja. Wirbelströme. Ich habe schon mal gesagt, irgendwo habe ich mal erwähnt, dass es geblechte Aufbauten gibt. Okay? Und das hat einen Grund, warum es geblecht sind, warum die elektrisch isoliert sind. Ja, diese Joche in magnetischen Kreisen. Habe ich erwähnt, geblechter Aufbau. Das nächste Mal erfahren wir, warum das so ist. Okay? Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.